Haushaltswaren. Irgendwo in dieser Abteilung hielt sich Sally versteckt. Aber wo? Und damit herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play vom Bioshock Infinite mit dem Bestattungs-DLC. Genau, mit dem DLC Seebestattung Episode 1. Als Booker DeWitt sind wir nun mit Elizabeth unterwegs in den Haushaltswaren von Fontaine. Hier soll angeblich Sally, die wir für tot geglaubt haben, gefangen gehalten werden. Sally! Tatsächlich. Ich wollte gerade sagen, wir haben an diesem Prozess geglaubt. Oh, das war ein galanter Sprung von Elizabeth. Sally, komm heraus! Ich sehe sie nicht. Was wird das? Das ist ein Plan des Lüftungssystems. Schächte wie diesen gibt es auch bei den Elektroartikeln, im Bistro, beim Umtausch, bei den Büchern und bei den Haushaltsgeräten. Und? Wenn sie dort drin ist, gibt es für sie lediglich 6 Fluchtwege. Nur. Und jetzt nur noch 5. Alle Luftschächte sind mit der Zentralheizung verbunden. Wenn wir sie dicht machen und die Heizung hochdrehen, muss sie das zentrale Abluftrohr nehmen. Nur dort geht's raus. Wollen Sie sie lebendig rösten? Nein, wir heizen nur ein und treiben sie raus. Auf gar keinen Fall. Entweder wir finden sie oder einer der Splicer kriegt sie. Na schön. Wo sind die anderen Schächte? Da vorne. Oh, noch ein Dietrich gefunden. Um Lockpick bitten. Da geht's also weiter, aber ich will hier natürlich noch ein bisschen weiter umschauen. Hier liegen ja noch ein paar Sachen. Munition für den Karabiner zum Beispiel, Geld zum Beispiel. Was hat denn der dafür ein Bild in der Hand? Außerdem sind wir ja noch dabei, alle Audio-Tagebücher zu sammeln. Gut, dann mach mal auf. Das ist was für dich. Einer muss Schmiere stehen. Bitteschön. Dankeschön. Psst. Da. Das kriegen wir ganz schnell. Komm, Schätzchen. Betriffen. Bing. Ich hab Munition. Bitte sehr. Dankeschön. Da drüben, ein Luftschacht. Hat sie schon wieder einen Luftschacht gesehen? Hier noch ein bisschen Geld. Willkommen im Zirkus der Wert. Ich hab Geld, ich will nur nichts ausgeben, Kumpel. Ha. Wasser unter Strom. Ist die Frage, ob wir das einfrieren können. Ja. Finden wir hier auch noch den Bockenbrocken. Frosty. Und ich höre Gegner. Lass uns doch mal wechseln hier. Dagegen ist er wahrscheinlich immun.
sehr! Gut so. Was dafür an, der alte Sack. Ich bin schon am Suchen. Ein Lockpicker, ne? Heikel, heikel, heikel. Oh, hier liegt ein Audiozeug. Das wollen wir uns natürlich auch noch suchen. Mit einer Zahlenkombination. So, dann hören wir... Finde Mikrowelle. Der Bistroinhaber hat eine Mikrowelle in einem Lagerraum in der Nähe versteckt. Benutze die Kombination aus seinem Audiotagebuch, um die Tür zu öffnen. Ah, okay. Das heißt, wir haben die Aufgabe schon erhalten, bevor wir uns das Audiotagebuch angehört haben. Von Bert Unger, Ofen der Zukunft, 20. November 1958, Ort Elektroabteilung. Der Ofen der Zukunft, dass ich nicht lache. Der Junge hat gestern Abend diese verdammte Mikrowelle in die Finger gekriegt und sie mit allem ausprobiert. Mit Äpfeln, Marshmallows, Löffeln, ein toller Zeitvertreib. Bis er aus Versehen den Pekinesen meiner Frau gegrillt hat. Und aus irgendeinem Grund macht die jetzt mir die Hölle heiß. Naja, ich werde das verdammte Ding wegsperren. Oh! Ich darf die Kombination nicht vergessen. 3, 9, 5, 8. Gut, das scheint ja eine Waffe zu sein. Erstmal schließen wir den Luftschacht hier. Einer weniger. Das war der zweite. Wohin jetzt? Ins Bistro müssen wir eigentlich, damit wir auch die Mikrowelle finden. So, Waffen upgrades. Für den Karabiner. Achso, das ist nur Munition. Das sind gar keine Upgrades. Nur für die Mikrowelle, Beschleuniger-Mod und langsam kochen-Mod. Hol ich mir aber erst, wenn wir die Mikrowelle tatsächlich gefunden haben. Entschuldigung, aber heute ist einfach wahnsinnig viel los. Ja, dann kriegst du jetzt schon Feierabend, wenn heute so viel los ist. Dir leg ich das Handwerk! Das war blöd, eigentlich wollte ich. Das hier. So. Wie ist hier viel los? Das sind alles Bedienungen, aber ich sehe keine Gäste. Ah, Moment. Hier liegen doch die... Wieso kann ich den nicht wieder aufheben? Ich will wieder den Revolver haben. Nur
Ich habe dieses Geschäft mit aufgebaut. Vorsicht! Die sehen nicht sehr freundlich aus. Das ist wahr. Kriegen wir bestimmt von hinten erledigt. Nichts nutzt. Du solltest doch nicht schämen! Oh, steht ja noch einer. So nicht, mein Freund. Und hier haben wir ein weiteres Audio-Tagebuch liegen. Alles Charaktere, die wir noch gar nicht kennen. Shirley Womack, Der Kuss, 3. Mai 1957. Im Bistro gefunden. Ich konnte nur an eines denken. In jedem Speicheltröpfchen sind Millionen von Bakterien. Hat er sich die Zähne geputzt? Was, wenn er einen Türgriff angefasst und danach seine Lippen berührt hat? Wochenlang habe ich diesem Kuss entgegengefiebert. Alles ruiniert. Und dabei liegt ihr noch nicht mal in Zeiten von Corona. Was ist das da drin? Eine Mikrowelle. Ich habe nie kapiert, ob das Ding erfunden wurde, um Truthähne zu braten oder Splicer. Die verdammte Tür hat ein Zahlenschloss. Ja. Ohne die Kombination kommen wir da nicht rein. Aber die haben wir ja zum Glück. 3958. Mr. DeWitt, da drüben ist ein Schloss. Oh. Mikrowelle. Nein, jetzt hast du die falsche Waffe abgelegt. Was für ein Penner. Es gibt Gespräche. Bitte sehr. Funktioniert das schon? Oh, oben haben wir irgendwie eine Errungenschaft freigeschaltet. Aber wir haben die falsche Waffe. Ich will wieder meine... Habe ich die falsche angewählt gehabt? Ich will eigentlich wieder meine... einen Karabiner haben. Und sie sagte eben was von einem Schloss. Wo ist denn hier ein Schloss? Meinte die das Zahlenschloss? Oder ist hier noch irgendwas, wo wir was mit dem Schlauch aufmachen können? Hier haben wir auf jeden Fall nochmal den nächsten Luftschacht, den wir schließen können. Wiedersehen. Die Hälfte haben wir. Gerade in einer Schaffenspause. Seit etwa 15 Jahren. Ich habe Arbeit, will aber endlich wieder auf die große Bühne. Im Bett eine Niete. Hallo? Hallo? Ich sehe sie. Die Mikrowelle ist ganz nett, oder? Man hat alles seinen Platz. In meinem Job brauchst du Persönlichkeit. Du hast verstanden! Achtung! Dankeschön. Ah, die Munition dafür geht sehr schnell leer. Ich glaube, dieser Erfolg, den tragen wir nur voran, wenn wir einen weiteren durch die Explosion quasi mit töten. So,
da oben haben wir einen Frachthafen. Frachthafen, da waren wir schon. Jetzt waren wir im Bistro. Da kommen wir, glaube ich, her. Stille dein Verlangen im Zirkus. Willkommen im Zirkus. Ah, ja, Moment. Wir haben ja jetzt tatsächlich die Mikrowelle. Das heißt, wir müssen nochmal zum Banditen, um die Mikrowelle jetzt auch aufzubessern. Das heißt, wir holen uns die Beschleunigermod, erhöht den Schaden um 25%. Dann holen wir uns noch langsam kochen, bewirkt, dass die Mikrowelle Feinde zusätzlich verlangsamt. Das klingt auch gut. Und Munition für die Mikrowelle holen wir uns natürlich auch nochmal. Noch eine sehr nette Waffe. So, hier haben wir sie ja erhalten. Da kam hier. Nee, da waren wir noch nicht drin. Hier waren wir tatsächlich noch nicht drin. Na, hier können wir nochmal Kräfte aufwerten. Was wir aber gerade doch nicht können. Hallo. Hat sich hier jemand im Dunkeln versteckt? Schon merkwürdig, dass der Kinderwagen hier von alleine fährt. Ich überlege, ob wir hier erstmal hin sollen oder... Ja, wir haben jetzt hier schon mal die Tür geöffnet, aber ich hoffe, wir kommen auch noch zurück, denn da gab es ja auch noch... Das klappt nicht! Wo ist sie? Na komm, mein Baby... Zack! Was soll da nicht rein? Etwas noch Schlimmeres als die. Und was kann das sein? Das werden Sie dann schon merken. Shh, he's inside. Wer ist da drin? Oh, hier brauchen wir einen Lockpick. Versperrt. Mach mal auf. Ist das nicht herrlich? Fertig. Das Essen, die Band. Sogar deine Eltern bemühen sich. Findest du wirklich? Ich habe auch eisern gefastet, um in dieses Kleid zu passen. Oh, ich wollte nur für dich schön sein. Das habe ich doch damals in Kashmir sofort gemerkt, Dummerchen. Ich weiß nicht, so. War sie gefährlich oder einfach nur wahnsinnig? Nächstes Mal frage ich vorher. Ich muss hier an dieser Stelle kurz unterbrechen. Wir machen dann aber gleich weiter. So, da bin ich wieder zurück. Können wir weitermachen? Entschuldigung für die kleine Unterbrechung, aber das war wichtig. Und wir finden hier noch einen Ausrüstungsgegenstand. Zumindest gerade aufblinken sehen. Geht's gut? Man hat mich gerade erschrocken. Marionetten. Alles Marionetten. Ich bin der Einzige, der durchblickt. Wo war denn jetzt der Ausrüstungsgegenstand? Hier haben wir etwas Ausrüstung. Schauen wir uns doch direkt mal an, um was es sich dabei handelt. Das Zuhause ist nur eine. Gut, Überraschungsmoment. Kugeln verursachen mit 50% Wahrscheinlichkeit Feuer-, Elektro- oder Eisschaden. Das klingt gut. Allerdings erhöht sich der Schaden
durch Zielen über Kim und Korn und durch aufeinanderfolgende Kills. Da wir aber aktuell eh die Mikrowelle benutzen, weiß ich gar nicht, ob wir es jetzt groß brauchen. Weder das eine noch das andere. Ich nehme es einfach mal mit. Das Ding strotzt, bis ich ihm nur so von erzählen. Ein bisschen Geld noch aufheben. Da haben wir noch ein Audio-Tagebuch. Muss ich mal kurz notieren. Und das hören wir uns jetzt auch noch an. Von Edith Queenshaw, ein wenig Hilfe. 6. Februar 1952 in den Brautmoden gefunden. Warum kann Franklin nicht einfach still ein Buch lesen, wie ich es in seinem Alter auch getan habe? Sein Leichtsinn wird uns noch zum Verhängnis werden. Dr. Wortham hat mir ein Plasmid verschrieben. Einen kleinen Muntermacher für Mütter, damit ich wachsam bleibe. Ich war skeptisch. Aber wenn ich ihn auch nur eine Sekunde aus den Augen lasse, rennt der Junge in sein Verderben. Erzählt er davon Ohrenschmalz? Was? So, hier scheint es in den Brautmoden nichts weiter zu gehen. Hallo! Munition! Bitte sehr! Danke! Wo liegt denn die Mikrowelle hier rum? Alter Kollege, und wir finden noch ein Lockpick. Brauchen wir so viele, oder... Da drüben, ein Luftschacht. Müssen wir jetzt einfach, oder... Ja, was soll ich sagen? Ist die Frage, ob wir jetzt wirklich so viele brauchen, oder ob wir die jetzt einfach hier nur in Übermengen kriegen. So, da drüben ist ja noch ein Luftschacht. Hier können wir auch nochmal rein, in den Bücherladen. Da oben ist auch irgendwas, da kommen wir wahrscheinlich mit dem Haken hin. Okay. Komme ich aber nicht hoch. So, hier ist zu. Da mein Kühlschrank. Ich höre einen Zirkus der Werte. Schokoriegel, lecker, lecker. Gibt Gesundheit. So, erstmal gehen wir jetzt hier hin. Oh, hier haben wir noch ein Safe für drei Lockpicks. Hier ist ein Schloss. Na klar. Mach mal auf. Bitteschön. So, was haben wir da? Nochmal ordentlich Geld. Und Alkohol. Und hier liegt auch noch ein Audio-Tagebuch. Von Dr. Yisuchong. Beobachtung Nummer 17, 14. Oktober 1958, im Umtausch gefunden. Beobachtung Nummer 17 zu unbekanntem Phänomen. Das Phänomen tritt als seltsames Flimmern auf. Und dadurch sieht man... Ja, was? Okay, Männer nächster. Mit seltsamen Hüten. Frauen in weiten Kleidern. Schwebende Gebäude. Ist das Phänomen ein Fenster in eine andere Dimension, eine andere Zeit? Wie sagte Einstein, Zeit gibt es nur, damit nicht alles gleichzeitig passiert. Ja, das war der Riss oder Spalt nach Columbia. So, Bücher. Bei Bücher waren wir noch nicht. Du willst alle Menschen gleichzeitig manipulieren? Ja. Die Lösung lautet Lautsprecheranlage. Damit ist es kinderleicht, Kara. Vorsicht, die sehen nicht sehr freundlich aus. Da drin gibt es Ratten. So groß wie Ponys. Siehst du sie? Davon. Oh, Sie da sehen noch eine. Dich. Hallo. Süße?
gerade bei denen da. Ich benutze hauptsächlich jetzt die Mikrowelle, um den fehlenden Erfolg noch zu sammeln. So, hier haben wir noch einen Schacht, der geschlossen werden kann. Einer noch. Wenn nur noch einer fehlt, sollten wir vielleicht doch nochmal zurück. Tagebuch hier hinten irgendwo versteckt? Anscheinend nicht. Showroom. Hören Sie? Sally? Sally, ich bin's, Booker. Los, komm da raus. Sally? Hörst du mich, Kleines? Hier ist Booker. Hör zu, Kleines. Ich will, dass du da rauskommst. Sie kommt nicht raus. Wir müssen die restlichen Luftschächte verschließen, sonst wird das nichts. So, das ist allerdings der letzte. Zirkus der Wert. Erstmal hole ich mir noch mal was in die Mikrowelle. Zack, zack, zack. Kein Tausch, kein Geld. Und dann will ich noch mal zurück in die obere Etage, bevor wir da hinten den letzten Luftschacht schließen. Wenn ich hereinkomme. Hallo! Da hinten können wir auch irgendwie drüber, oder? Aber ich glaube, da kommen wir von der anderen Seite hin. Genau, nochmal hier zurück durch die Luftschleuse. Wir konnten noch weiter hoch, oder nicht? Ich warte hier unten. Nee, wir hätten hier irgendwo noch weiter hochgekommen. Nö, das sah noch so aus. Ich bin nicht umsonst zurückgegangen. Ich könnte aber nochmal Munition für die Mikrowelle kaufen. Da wir hier gerade nicht wissen, wohin mit dem Geld. Ich war jetzt gerade echt der Meinung, wir hätten hier weiter hochgekommen. Also, gehen wir nochmal hier rein. Betätigen wir also noch einmal
die Luftschleuse. Schaue ich mal, ob wir da irgendwie reinkommen oder ob wir da nachher von der anderen Seite hin müssen. Die Tür links wird wohl auch hier hinführen. Ich sehe hier nämlich auch keinerlei Frachthafen. Was? Ich höre meine eigenen Gedanken nicht. Wie kommt es? Hey! Wer denn auf einmal her? Ich bin schon am Suchen. Nochmal Lockpick. Von hier kommen wir definitiv nicht rüber. Ich schaue mal, wie viele uns noch fehlen. Wir haben also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ein Audiotagebuch muss hier noch irgendwo versteckt sein. Kann aber natürlich hier auch im Show. Ein Luftschacht, kommen. Schließen Sie ihn. So, Verkaufsautomat. Den haben wir schon. Nehmen wir nochmal Munition für die Mikrowelle mit. Bevor wir den schließen, kann sie hier. Hast du das geknackt? Einer muss Schmiere stehen. Fertig. Obwohl, wir haben jetzt keinen Lockpick verbraucht. Das heißt, wir kommen hier so oder so hin, ne? Einfach nochmal zurück. Schließe den Luftschacht. Das ist der letzte. Wo ist das Ablaufrohr? Bei den Spielwaren. Da gehen wir jetzt hin. Wasser. Oh, gar nicht mit. Oh. Okay, tot. Aufstehen. Hoch mit ihnen. Sind wir das erste Mal danken gestorben? Sie mir nicht. Deswegen gehen Sie das eigener nächste Mal lieber in Deckung. Achtsamkeit. Gar nicht mitbekommen, dass das Wasser ist hier, das unter Strom steht. Klar. Ich würde gerne wieder einen Karabiner aufheben, aber das geht wohl nicht. Halte oder drücke Scrollen, um die Waffe zu wechseln. Wie soll man denn Scrollen halten? Thank you.
So, und irgendwo muss ja noch ein Audio-Tagebuch liegen. Vielleicht kommt es auch noch. Wäre sonst ärgerlich, wenn wir hier nur wegen einem nochmal alles wiederholen. Von der anderen Seite abgeschlossen. Wie sollen wir... Da. Was? Ich glaube, da passe ich durch. Helfen Sie mir mal. Dann mach mal auf. Weil es mir nicht gefällt, dass wir hier jetzt getrennt werden. Geht das nicht schneller? Ich krieg das Ding nicht. Tempo! Ich versuch's ja. Moment noch. Kinder ist da. Kinder? Ja, der Typ ist... Ich bin eine Licht. So, wir wollen aber noch zwei auf einmal erledigen. Für den Erfolg. Jawoll, Kettenreaktion. In der Vollkammer schon mal. David. Ja, ich komm ja schon. Sehr abgekämpft sehen sie ja nicht aus. Das sagt die Richtige. So, nur für Belegschaft. Da hinten kommen wir nochmal mit Peterschen Post weiter. Gehe ich mal lieber zurück. Wenn wir sowas haben, dann kommen wir da wahrscheinlich Richtung Ende. DLC ist ja auch jetzt nicht so umfangreich. Das heißt, es ist durchaus möglich, dass wir in diesem Video tatsächlich schon das Finale von Episode 1 erleben. Tagebuch scheint hier unten nicht versteckt zu liegen. Wobei, vielleicht wenn wir von hier ansehen. Irgendwas hätten wir doch gerade versuchen können. Da ist etwas. Also hier unten scheint nichts mehr zu sein. Wenn wir das hier auch noch auf die Position drin ist. Da sehe ich auf jeden Fall Ausrüstung links stehen. Und auch das letzte Audio-Tagebuch. Das heißt, die haben wir jetzt auch alle gefunden. Schreibe ich nur noch mal auf. Wir haben hier also einmal Ausrüstung. Das finden wir. Lebendig und laut. Ein Hemd. Wenn dein Schild zerbricht, erhöht sich dein Schaden und deine Geschwindigkeit für 5 Sekunden. Und dein Magazin wird sofort aufgeladen. Was haben wir denn im Vergleich an die Zauberkugel? Kritische Treffer verursachen extra Schaden und verbrauchen eventuell keine Kugel. Nö, dann nehme ich die neue lieber auf. Kritischer Schaden. Weiß ich jetzt nicht, wie das bei der Mikrowelle ist. Aber wenn die Mikrowelle nochmal komplett aufgeladen wird, weil der Schild zerbricht, ist das schon mehr wert. Dann haben wir hier das Audio-Tagebuch. Diesmal von Dr. Yi Zhuxiang wieder.
Beobachtung Nummer 22, Jesuschamp, 15. Oktober 1958, im Personalbereich gefunden. Beobachtung Nummer 22 zu unbekanntem Phänomen. Was ist der Ursprung dieses Phänomens? Ich setze jetzt Beobachter ein, die weitere solcher Phänomene finden sollen. Sie berichten von einer jungen Frau, die in einem solchen Phänomen erscheint und sofort wieder verschwindet. Weitere Informationen liegen zwar im Moment nicht vor, aber wenn ich diese Frau finde, stellt sie sicher selbst ein interessantes, neues Phänomen dar. Also die Menge an Lockpicks, die wir aktuell haben, scheint tatsächlich nicht nötig zu sein. Das hier gerade sehe. Ich will nicht Überlänge verursachen, aber auf der anderen Seite kann es halt auch sein, dass das nächste Video sonst etwas zu kurz wird. Das Risiko gehe ich allerdings ein, denn wir haben jetzt soweit hier alles gefunden. Wir haben alle Luftschächte geschlossen, wir haben alle Audiotagebücher gefunden. Ich glaube, in Episode 1 gibt es auch nur 4 Infusionen, die haben wir schon vor diesem Video gefunden. Wir haben den Erfolg Kettenreaktion freigeschaltet. Ich würde sagen, ich beende das Video hier und hoffe einfach mal, dass das nächste dadurch jetzt nicht zu kurz wird. Ja, kann es sein, dass diese Stelle jetzt auch noch hinten dran hängt beim letzten Video. Führen wir einfach mal das Spiel fort. So, also, soweit haben wir alles. Dann gehen wir jetzt doch mal hier weiter. Das hier. Genau, ich glaube ja. Hier noch einen ordentlichen Kampf haben. Sieht ganz danach aus. Da haben wir auch den Schacht, der fehlt. Ich sehe mir mal das Abluftrohr an. Mach das mal. Keine Spur von ihr. Wir müssen wohl doch den Thermostat hochdrehen, um sie rauszuscheuchen. Hier lang. So, drehe den Thermostat hoch. Sollen wir da lang? Doch, da unten lang. Können wir hier noch ein paar Sachen aufheben? Im Spielwarenladen finden wir hier noch ein bisschen Munition oder so. Das sieht mir aber alles nach Kampf an. Wir müssen zum Thermostat. Er ist unsere einzige Chance. Ja, ja, ich will mich doch hier nur noch ein bisschen. Mr. DeWitt, der Thermostat ist oben. Die hetzt aber auch, ne? Ah, okay, zum Thermostat, Mr. DeWitt. Ja. Fordern hilft uns nicht weiter. Gut, gut, dann machen wir es eben zum Thermostat hier lang. Wenn sie sonst keine Ruhe lässt. Der Thermostat. Drehen Sie ihn hoch. Ich werde sie nicht verbrennen. Anders kriegen wir sie nicht dazu rauszukommen. Wenn Sie es nicht tun, tue ich es. Ihre Entscheidung. Ich weiß aber nicht, ob sie dadurch wirklich rauskommt. Okay. Drehen Sie ihn hoch. Was? Drehen Sie den verdammten Thermostat hoch. Ja, ich will damit nichts zu tun haben. Hören Sie das? Wir müssen zurück zum Abluftrohr, sonst verlieren wir die Kleine wieder. Sally? Sally, komm da raus! Das klappt nicht. Ich sagte doch, sie kommt. Ja, ich krieg die Tür nicht auf. Gut gemacht. Es klappt nicht. Schalten Wenn Sie ihn ab! Wenn wir ihn abschalten, klappt es wir nicht. Wir müssen ihn abschalten. Wir verletzen sie sonst. Da! Sally! Sally? Sally, ich bin's. Ich bin's, Booker. Sally, los, komm.
Ich hol dich hier raus. Sally! Komm jetzt sofort raus! Sally! Nein! Oh nein! Wow! Boah, der hält viel aus. So ein Scheiß. Wo ist er? Komm. Da bist du. Wir sollten mal unten... Öffne ihn! Sachen nutzen. Ja, Maschinengewehr. Du bist es. In Ordnung. Aber das können wir ja gar nicht nehmen. Warum nicht? Wieso klappt hier der Waffenwechsel? Los! So wie sonst. Geht klar! Haben wir das hier? Nein, hier ist nur die Plasmide. Ja, super. Das hat doch irgendwie einen Schaden. Wieso geht das nicht? Ich gucke mal hier rüber. Also irgendwie muss man doch die Waffen auch... Sind die vielleicht doch noch irgendwo ausgerüstet? Nein. Oder ich muss tatsächlich mal in die Optionen schauen. Das tut mir jetzt leid, aber irgendwie ist das ja gerade doch sehr merkwürdig. Tastatur, Maus... Waffe wechseln, scrollen. Ja, super. Scrollen, ja, aber... Puh. Sonst nehme ich jetzt mal Bild ab rein. Da steht ja die ganze Zeit, halten Sie das... Ja, Änderungen speichern, halten Sie das gedrückt. Hat das jetzt übernommen. Bild ab, sehr gut. Vielleicht kommt jetzt noch ins Waffenmenü. Komm hier. Das wäre natürlich gut gewesen, vorher zu wissen. Mr. DeWitt, das Mädchen! Ja. Sally! Mr. DeWitt! Alles ist gut, Sally. Ist sie... Da, das ist Sarah. Sie kommt dich besuchen. Wir gehen nach Hause. Willst du nach Hause? Bitte, bitte. Ich bin hier. Ich will dich nur nach Hause bringen. Sie tun ihr weh. Sie ist nicht ihr Kind. Sie gehört mir. Lassen Sie sie los. Lassen Sie sie los. Sie gehört mir. Abschalten. Schaltet die Maschine ab. Schaltet die Maschine ab. Sie ist noch nicht los. Abschalten. Ich erinnere mich wie an alles. Das arme Kind. Sie
gehörte nicht Ihnen, Comstock. Ich auch nicht. Aber Sie mussten mich besitzen, nicht wahr? Das stimmt nicht. Und als die Schuld zu groß wurde... Sollten wir Ihr Problem lösen. Ihnen eine Zuflucht bieten, wo Sie vergessen konnten. Wo es überhaupt nie eine Anna gegeben hatte. Comstock stand nie zu seinen Fehlern, nicht wahr, Bruder? War nie zufrieden mit seinen Entscheidungen. Immer bestrebt, das Leben anderer als sein eigenes auszugeben. Elizabeth, Kind, es tut mir so leid. Nein, tut es nicht. Aber gleich tut's dir leid. Ende von Teil 1. Ja, damit ist auch der erste DLC zu Ende. Episode 1 von Seebestattung. Ja, ähnliches Ende wie im Hauptspiel. Zumindest Episode 1. So, und was uns in Episode 2 erwartet, das sehen wir dann im nächsten Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid bei meinem nächsten Let's Play, nämlich dem zu Seebestattung Episode 2, wieder dabei. Wünsche euch bis dahin alles Gute, euer Rönne.